Herzlich willkommen, gesegnete Hörer, zur heutigen Ausgabe von Ein Brief an die deutschsprachigen Nationen. Ihr habt eingeschaltet auf Jesus ist Lord Radio. Mein Name ist Pastor Julia und es ist mir eine Ehre, dass wir heute gemeinsam durch diese Sendung gehen werden. Gesegnete Hörer, die Prophezeiung ist erfüllt. Der Mann Gottes, der mächtige Prophet des Herrn, gab die Prophezeiung über den Hurricane Harvey, die am 25.07.2017 auf YouTube gepostet wurde. Er warnte die USA, umzukehren und Buße zu tun. Aber stattdessen hat die USA keine Buße getan. Und jetzt sehen wir die Auswirkungen. Überflutungen und große Schäden. Gesegnete Hörer, es gibt eine geistliche Botschaft in der Prophezeiung. Der Herr ist heilig und er verlangt von denen, die ihn anbeten, auch heilig zu sein und sich von der Welt zu separieren. Das Kommen des Messias ist vorliegend. Wenn dies passiert, werden wir wissen, dass der Messias kommt. Wir müssen uns vorbereiten auf sein Kommen. Wir sitzen an der Schwelle zur Ewigkeit. Und die Frage stellt sich für jeden, wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? Gesegnete Hörer, es ist eine Warnung für diejenigen, die auf diese Welt vertrauen, die sich auf diese Welt stützen, die von dieser Welt abhängig sind. Der Herr sagt in anderen Worten zu uns, vertraut auf den Herrn. Der Mann Gottes, der mächtige Prophet des Herrn, forderte die USA auf, die falschen Propheten in Frage zu stellen und die Lügen der Apostel, mit denen die USA voll sind. Nun, es ist jetzt an der Zeit, dass die Gemeinde weiß, dass der Herr sich von der Sünde unterscheidet und er besteht darauf, dass diejenigen, die ihn anbeten, die Sünde meiden, sich von ihr separieren und jedes Böse ablehnen und unter dem Einfluss des Heiligen Geistes leben und stehen. Dies ist der Zeitpunkt, um wiedergeboren zu sein. Frauen können nicht frei, angezogen zur Kirche gehen. Sie können nicht in Nacktheit die Kirche betreten. Die Gemeinde betreten. Die Kirche, die heutige Gemeinde, ist zu modern. Er warnte uns vor sexueller Sünde, Perversion und Homosexualität. Der Herr warnte uns über die Theologie und dass es keine heilige Anbetung im Raum des Herrn gibt. Das Lamm Gottes ist schuldlos und die Anhänger von Christus müssen auch schuldlos sein. Der mächtige Prophet des Herrn rief, die USA in Frage zu stellen, ihre falschen Propheten und falschen Apostel, die Unmoral, die in der Kirche in den USA herrscht. Nacktheit herrscht in der Gemeinde. Die Leute sind nicht heilig gekleidet. Wenn es jedoch die Gemeinde sein soll, die makellos und schuldlos ist. Diese moderne Version der christlichen Errettung, die USA anwenden, die 2017 Standardversion von der Errettung, wird vom Herrn nicht akzeptiert. Der Materialismus, die Häuser, die Ländereien sind jetzt unter Wasser. Wir können es überall in den Nachrichten sehen. Weltweit wird davon gesprochen. Vermögen wurde zerstört. Man sieht, wie die Menschen ihre Häuser verloren haben, ihr Hab und Gut und jetzt total in großer Not sind. Der Mann Gottes, der mächtige Prophet des Herrn, rief jedoch die Nation auf. Er warnte sie, Buße zu tun. Am 25. Juli 2017
Knapp ein Monat vorher, bevor die Prophezeiung sich erfüllte, hat der Mann Gottes live auf Jesus ist Lord Radio die Nation gewarnt. Und danach konnten überall jeder diese Prophezeiung auf YouTube hören. Der Mann Gottes, der mächtige Prophet des Herrn, warnte die USA, rief die USA dazu auf, sich zu bekehren und wahre Buße zu tun vor dem Herrn. Aber sie hörten nicht. Sie hörten nicht, sie ignorierten die Stimme des Herrn. Und schaut, was die Konsequenz ist, wenn man nicht hören will, wenn man die Stimme des Herrn ignoriert. Gesegnet sind diejenigen, die den Anweisungen und den Worten des Herrn folgen. Sie hören und beachten. Wir können jetzt die Folgen sehen. Mit eigenen Augen können wir sie sehen, wenn man nicht auf die Worte von dem mächtigen Propheten des Herrn, von dem in der Schrift geschrieben steht, wenn wir diese Worte verpassen, verfehlen und keine Beachtung schicken. Die USA hat diese Worte zu ihrem eigenen Nachteil ignoriert. Amerika hörte nicht auf die Worte des Herrn, aber der Ozean hörte auf seine Worte und kam heraus. Der Herr warnte die USA vor mehr als einem Monat, warum hat Amerika nicht zugehört? Warum folgte Amerika nicht den Worten des Herrn? Sie weigerten sich zuzuhören. Sie weigerten sich, die Anweisungen des Herrn zu hören und nach ihnen zu folgen. Nun hat der Atlantische Ozean die Worte des Gesandten des Herrn gehört und die USA zerstört. Der Prophet des Herrn, der mächtige Prophet des Herrn, der Gesandte des Herrn, der den Weg vorbereitet für das Kommen des Messias, hat sie gewarnt, einen Monat zuvor, bevor der Hurricane Harvey in den Wettervorhersagen auftrat. Die Vereinigten Staaten weigerten sich jedoch, sich zu bekehren, zurück zur Heiligkeit und Gerechtigkeit zu gehen, zurück zu dem Herrn zu gehen. Die Vereinigten Staaten haben den Aufruf nach einer landesweiten Buße und Besinnung verpasst. Die Gemeinde in den USA hat diese Aufforderung nicht gehört. Der Himmel hat seinen ehrfurchterregenden Botschafter geschickt zu allen Nationen der Erde. Er wurde geschickt, um den Weg für das Kommen des Messias vorzubereiten. Warum haben die Vereinigten Staaten von Amerika nicht zugehört? Aber das Meer hat gehört und gefolgt. Seht, Mama Rosa hat gehört. Seht, Kenia hört auf ihn, folgt seinen Anweisungen. Der Himmel hört auf ihn und setzt den Regen frei. Warum haben die Vereinigten Staaten nicht zu dem Gesandten des Himmels zugehört? 2005 wurde New Orleans komplett zerstört. Nach der Warnung von dem mächtigen Propheten des Herrn über das Elend, das kommen würde, wenn die Vereinigten Staaten sich nicht bekehren würden. Auch damals haben sich die Vereinigten Staaten nicht bekehrt. Gesegnete Hörer, ihr habt auch die Möglichkeit, auf YouTube die Erfüllung von der Prophezeiung von 2005, die der Mann Gottes gab, zu hören und zu sehen. Liebe Hörer, Matthäus Kapitel 8, Vers 27 sagt: Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam ist? Wer ist er, der in unserer Mitte geht? Gesegnete Hörer, wir leben in den Zeiten von dem Diener des Herrn. Möge jetzt unsere Nation den Herrn und seinen Diener ehrfürchten und mögen wir alles tun in Heiligung und in Gerechtigkeit zu leben. Die Augen des Herrn sehen alles. Wir können nichts vor dem Herrn verbergen. Deshalb lasst uns jetzt jede Sünde eliminieren, jeden Stolperstein aus unserem Leben nehmen und mit wahrhaftiger Buße zu dem Herrn gehen und ihn ehren und würdigen in allem, was wir tun. Yeah.
Jesus, dir allein sei Ehre. Du, der du sitzt auf deinem Thron, dir sei Ruhm in Ewigkeit. Halleluja, sei erhoben, o Herr, du bist König und wir beugen uns, Herr, in Anbetung singen wir zu dir. Würdig und herrlich ist das Land, Jesus, dir allein sei auf deinem Thron. Dir sei Ruhm in Ewigkeit. Halleluja, Halleluja. Sei erhoben. Du bist König. Und wir beugen uns, Herr, in Anbetung. Dass Gottes Urteil, die Erfüllung der Prophezeiung, der Hurricane Harvey. Die USA wurde gewarnt. Sie wurde von dem Herrn gewarnt, bevor es passierte. Der Mann Gottes gab die Prophezeiung und die ganze Welt konnte hören. Lasst uns die Bibel aufschlagen, und zwar das Buch der Richter, Kapitel 11, Vers 27. Und hier steht: Ich habe nichts an dir gesündigt, dass du wieder mich streitest. Der Herr, der da Richter ist, richte heute zwischen Israel und den Kindern Ammon. Gesegnete Hörer, das Übel, das die Gemeinde in den USA gegen den Herrn führte, ist, was sie gegen den Herrn taten. Wie Nacktheit in den USA, die falschen Prophetessen haben Übel gegen den Herrn getan. Die falschen Propheten, die falschen Apostel, die falschen Prediger haben ein großes Übel gegen den Herrn getan. Ja, sie haben gelacht. Und das schlimmste Übel, was die Gemeinde tun kann, ist, die Stimme des Herrn abzulehnen, die Stimme des Herrn zu ignorieren. Die schlimmste Gewalt, die Israel gegen Jehova, den heiligen Gott von Israel, führte, ist, als er nochmals und nochmals zu ihnen sprach und sie ignorierten und ignorierten und taten so, als wenn er nicht wichtig für sie wäre, als wenn sie nicht hören könnten. In den USA haben sie die Stimme des Herrn abgelehnt. Sie haben den Ruf, die Aufforderung, zurückzukehren zur Gerechtigkeit und Heiligkeit, abgelehnt. Sie haben gesehen und gehört von den Wundern und Zeichen der Zeit. Sie haben die Heilung der blinden Augen gesehen. Sie haben erfahren, dass HIV/AIDS geheilt wurde. Sie haben die Krüppel gesehen, die gehen konnten. Eine Tote ist auferstanden, Mama Rosa ist auferstanden. Sie haben davon erfahren, aber sie haben einfach ignoriert und sie wurden gleichgültig. In Jesaja Kapitel 1, Vers 2 bis 3 steht: Höret, ihr Himmel und Erde, nimmt zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder auferzogen und erhöht, und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn, und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht, und mein Volk vernimmt's nicht. Wie sieht es mit unserer Nation aus? Wie sieht es in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz tatsächlich aus? Kann es sein, dass wir die Stimme des Herrn ignoriert haben, so wie die USA? Kann es sein, dass wir auch erfahren haben von der toten Leiche, die auferstanden ist, und trotz dieses mächtigen Wunders, trotz dieses mächtigen Zeichens weiter die alten Wege gegangen sind und den Gesandten der Gerechtigkeit ignoriert haben?
Kann es sein, dass du in deinem Leben, in deinem Dienst, in deiner Gemeinde den Herrn und seinen Gesandten ignoriert hast? Das ist die schlimmste Gewalt, die wir getan haben gegen den Herrn. Wie wir in der Bibel sehen, ist dies die schlimmste Gewalt. Schaut, was nur dieses Jahr passiert ist. Die Worte von dem Gesandten des Herrn änderten das Wetter in Kenia. In Kenia regnete es in einer trockenen Jahreszeit. Als er für den Regen betete, als der Mann Gottes, der mächtige Prophet des Herrn, für den Regen betete, fing es kurz danach an zu regnen und die Menschen hatten wieder Ernte und grüne Felder. Dieses Jahr hat er die giftigen Brunnen in verschiedenen Orten in Kenia geheilt. Er wurde in Kenia zweimal verklärt, in Kisumu und Nairobi. Und dann wurde er im Juni 2017 verklärt in Helsinki, in der Öffentlichkeit, vor laufender Kamera. Nachdem er das dritte Mal verklärt wurde, kam er zurück nach Kenia und ließ die Leiche Mama Rosa auferstehen. Kann es sein, dass unsere Nation auch diese Sünden hat, wie die USA? Und wenn nicht noch schlimmer? Die Vereinigten Staaten lehnten sich gegen den heiligen Gott von Israel auf, durch sexuelle Sünde in der Gemeinde, falsche Propheten und Apostel und Prophetessen, Wohlstandsevangelium, wie man erfolgreich und reich in diesem Leben ist, die Liebe des Geldes in der Gemeinde. Gesegnete Hörer, wir sollten jetzt wahrlich lernen und nicht wie die USA die Stimme des Herrn ignorieren, sondern jetzt jede Worte befolgen, jede Anweisung hören und uns von der Sünde komplett separieren. Lasst uns Buße tun und den Herrn würdigen mit allem, was wir tun. Ihr seid nun eingeladen, mit mir in die nächste Lobpreisrunde zu gehen und danach werden wir die mächtige Botschaft hören, die der Mann Gottes in Finnland auf der Konferenz in Helsinki im Juni 2017 gesprochen hat. Ihr könnt euch jetzt schon mal eure Bibel und euren Notizblock und Stift zur Seite legen. Halleluja, Vater! Wir beten dich an in Wahrheit und im Geist. Deine Stimme soll gehört werden in aller Welt. Oh, wir preisen dich, Herr, du bist so gut. Oh, das Blut unseres Vaterlands schützt und reinigt mein Herz Tag für Tag. Kein Angriff der Finsternis hält vor ihm stand, dem Blut des geopferten Lams. Wenn Satan mich anklagt und schuldig spricht, ruf ich aus, was Gott für mich tut. Für mich gibt es keine Verdammnis, ich stehe unter Jesu Blut. Ich stehe unter Jesu Blut, gereinigt von all meiner Schuld. Was Gott für mich tut, für mich gibt es keine Verdammnis, ich stehe unter Jesu Blut.
gesegnete Hörer, wir kommen jetzt zu dem Teil der Sendung, wo wir die Botschaft von dem Mann Gottes, dem mächtigen Propheten des Herrn, hören. Heute ist das Thema die Generäle der Schuldlosigkeit. Bitte schreibt alles mit und habt eure Bibel in nächster Reichweite. Hier ist die Botschaft. At another general with blamelessness? Können wir einen weiteren General betrachten mit Schuldlosigkeit? The book of Genesis, chapter 17, verse 1. Das Buch 1. Mose, Kapitel 17, Vers 1. Halleluja. Halleluja. The authority and the power of the garment. Die Autorität und die Kraft des Gewandes. Don't forget what I'm sharing here. Vergiss nicht, was ich hier mitteile. I'm talking about the authority and the power of righteousness in the present day church. Ich spreche über die Autorität und Kraft der Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Gemeinde. In this church. In dieser Gemeinde. I have come to a modern country. Ich bin zu einem modernen Land gekommen. To talk about the old ancient cross, old dirty. Um über das alte, urtümliche Kreuz zu sprechen. Alt, schmutzig. Halleluja. Halleluja. Genesis 17:1. 1. Mose 17:1. When Abraham was 99 years old, als Abraham 99 Jahre alt war, the Lord appeared to him and said, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, I am God Almighty. Ich bin Gott, der Allmächtige. Walk before me. Wandle vor mir. Be blameless. Sei untadelig. And then he says, if you do so, I will confirm my covenant with you. Und dann sagt er, wenn du dies tust, werde ich meinen Bund mit dir schließen. And when Abraham walked blameless. Und als Abraham untadelig wandelte. Now you can see what the Lord did with Abraham. Jetzt kann man sehen, was der Herr tat mit Abraham. He even used him now to bring forth the Messiah. Er gebrauchte ihn sogar jetzt, um den Messias hervorzubringen. Because of blamelessness. Wegen der Untadellosigkeit. This character, diese Charaktereigenschaft. That the garment of righteousness, welche das Gewand der Gerechtigkeit, the garment of salvation, das Gewand der Errettung, that I am talking about, über welches ich spreche, what it brings to the church, was es zu der Gemeinde bringt, the character it gives the church, die Charaktereigenschaft, welches es der Gemeinde gibt, the modern day church, die heutige Gemeinde, the modern day church all over Europe, die heutige Gemeinde überall in Europa, the character of blamelessness, die Charaktereigenschaft der Untadellosigkeit, that the garment celebrated in Revelation 19, die das Gewand, welches in Offenbarung Kapitel 19 gefeiert wird, the character it bestows on the church, it puts on the church, die Charaktereigenschaft, welches es der Gemeinde gibt, er der Gemeinde schenkt. When Abraham was found to be blameless, als Abraham untadelig angefunden wurde, then he confirmed the covenant with Abraham. Dann hat er den Bund mit Abraham geschlossen. He made him the father of faith. Er machte ihn zum Vater des Glaubens. And he made Isaac come, the promised son. Und er machte Isaac zu dem versprochenen Sohn, come from him. Von ihm stammend. And then from there came Jacob. Und dann von dort kam Jakob. And he said the Messiah also. Und er sagte, der Messias auch. Halleluja. Halleluja. The power of the garment of righteousness in the modern day church. Die Kraft der Gerechtigkeit in der modernen, heutigen Gemeinde. That when you will see this power, dass wenn ihr diese Kraft seht, you will like it, you will keep it and protect it, werdet ihr es mögen, werdet ihr es behalten und schützen, and defend it and preserve it, und es verteidigen und es bewahren. Because, weil, I began by saying, ich fing an, indem ich sagte, that the garment can be lost,
dass das Gewand verloren gehen kann. But now you can see. Aber jetzt könnt ihr sehen, the importance of defending, protecting it. Die Wichtigkeit, es zu verteidigen, es zu beschützen. Don't let anybody take away your garment. Lasse es nicht zu, dass irgendjemand dein Gewand wegnimmt. Don't let anything on this earth to cause you to lose the garment of your salvation. Lass nichts auf der Erde dich dazu bringen, dass du dein Gewand der Errettung verlierst. I want to go to another general that walked blameless called Job. Ich möchte zu einem weiteren General gehen, der untadelig wandelte, namens Hiob. And you see how the Lord celebrates him. Und ihr seht, wie der Herr ihn feiert. Because of one thing. Wegen einer Sache. Blamelessness. Untadellosigkeit. But right now the church is full of blame. Aber jetzt gerade ist die Gemeinde voll mit Tadel. Right now everybody in Europe can point at the church. Look, they have homosexuality inside the church. Jetzt gerade jeder in Europa kann auf die Gemeinde zeigen. Schaut, sie haben Homosexualität innen in der Gemeinde. Look, the women are having abortion. Schaut, die Frauen haben Abtreibungen. Even the other religions now. Sogar die anderen Religionen jetzt. When they look at the church, wenn sie die Gemeinde betrachten, they say, sagen sie, I don't want my wife and my daughters to dress like that. Ich möchte nicht, dass meine Ehefrau und meine Töchter sich so anziehen. The other religions that do not have the Holy Spirit. Die anderen Religionen, die nicht den Heiligen Geist haben. That don't worship Jesus. Die nicht Jesus anbeten. Whose cripples have not yet walked. Deren Krüppel bis jetzt noch nicht gegangen sind. They also stand up and point a finger at the church. Sie stehen auch auf und zeigen einen Finger auf die Gemeinde. That's why the Lord has sent me. Deswegen hat der Herr mich gesandt, to fight, um zu kämpfen and defend the authority of the cross. Und die Autorität des Kreuzes zu verteidigen and the authority of the blood. Und die Autorität von dem Blut and to tell the modern church, und zu der modernen Gemeinde zu sprechen, that the cross of Jesus, dass das Kreuz von Jesus still has power. Noch Kraft hat. It is still the heart of the gospel. Es ist immer noch das Herz von dem Evangelium. That the blood of Jesus. Dass das Blut von Jesus. He is still the power to the gospel. Immer noch die Kraft zu dem Evangelium ist. Hallelujah. Hallelujah. That's why I've come. Deswegen bin ich gekommen. Halleluja. Halleluja. Praise the Lord. Preist den Herrn. He's saying, er sagt, when the Lord met Job, als der Herr Hiob antraf, Job chapter 1 verse 1, Hiob Kapitel 1 Vers 1, when he met Job, the blameless man, als er Hiob antraf, den untadeligen Mann, again the Lord celebrated him. Nochmals, der Herr hat ihn gefeiert. And it's tremendous. Und es ist gewaltig. Job chapter 1 verse 1 then verse 8. Hiob Kapitel 1 Vers 1 und dann Vers 8. He says, er sagt, in the land of Uz, in dem Land von Uz, there lived a man, dort lebte ein Mann, whose name was Job, dessen Name war Hiob. This man, dieser Mann, was blameless, war untadelig and upright, und aufrichtig, and he feared God, der Gott fürchtete and shunned evil, und das Böse gemieden hatte. Halleluja. Halleluja. When the Lord found out that Job was blameless, als der Herr herausgefunden hatte, dass Hiob untadelig war. Look at how the Lord celebrates Job. Schaut, wie der Herr Hiob feiert. In verse 8. In Vers 8. He says, er sagt, the Lord said to Satan, der Herr sagte zu Satan, have you considered my servant Job? Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? There is no one on earth like him. Es gibt niemanden auf der Erde wie ihn. He is blameless. Er ist untadelig. And upright. Und rechtschaffend. A man who fears God. Ein Mann, der Gott fürchtet. And shuns evil. Und das Böse meidet. When God found Job. Als Gott Hiob anfand.
And he found out that Job was blameless. Und er herausgefunden hatte, dass Hiob untadelig war. He celebrates Job. Er feiert Hiob. And he said in the entire earth. Und er sagte, auf der ganzen Erde and in the whole generation, und in der ganzen Generation there is nobody like Job. Gibt es niemanden wie Hiob. And he says, und er sagt, Satan, come on now. Komm nun jetzt. You try him. Versuche ihn. You cannot manage him. Du kannst ihn nicht schaffen. Did you understand what Jesus intended to do with the church? Habt ihr verstanden, was Jesus beabsichtigte, mit der Gemeinde zu tun? When he died on the cross, als er am Kreuz starb, resurrected, auferstand and gave the church the garment of righteousness. Und der Gemeinde das Gewand der Gerechtigkeit gab. Do you now understand? Versteht ihr jetzt? He wanted to make sure, er wollte sicherstellen, that even if the entire earth, dass auch wenn die ganze Erde becomes wicked and sinful and violent, böse, sündhaft und gewalttätig wird, but the church, aber die Gemeinde would stand out, hervorstehen wird. Do you understand the treasure of the garment of righteousness into the modern nation? Versteht ihr den Schatz von dem Gewand der Gerechtigkeit in der modernen Nation? The pastors have to change their sermons today. Die Pastoren müssen ihre Predigten heute ändern. Your preachings must now change. Eure Predigten müssen sich jetzt ändern, so that you may prepare the nation, so dass ihr die Nation vorbereitet. Prepare them unto the Lord. Ihr sie für den Herrn vorbereitet. Prepare our people unto the Lord. Ein Volk für den Herrn vorbereitet. In Kenya they are preparing on a daily basis. In Kenia bereiten sie sich tagtäglich vor. They are preparing hour after hour. Sie bereiten sich Stunde für Stunde vor. And preparing minute by minute. Und bereiten sich Minute für Minute vor. And they are preparing second after second. Und sie bereiten sich vor, Sekunde nach Sekunde. And they are preparing from January 1 to January 1. Und sie bereiten sich vom 1. Januar bis zum 1. Januar vor. And they are preparing deliberately, intentionally. Und sie bereiten sich absichtlich vor, wissentlich. Halleluja. Halleluja. So when the Lord meets Noah. Nun, als der Herr Noah angetroffen hat. Blamelessness. Untadellosigkeit. He's a treasure. Sieht einen Schatz. Abraham. Abraham. Blamelessness. Untadellosigkeit. He's a treasure. Ist ein Schatz. Then he meets now Job. Dann trifft er jetzt Hiob an. Blamelessness. Untadellosigkeit. He's a treasure. Und ist ein Schatz. And then I said, und dann sagte ich, that this garment of salvation, dass dieses Gewand der Errettung, that Jesus gave the church, welches Jesus der Gemeinde gab, it was intended to bestow upon the church the character and the identity of blamelessness. Es war beabsichtigt, der Gemeinde den Charakter und die Identität der Tadellosigkeit zu verleihen. Because the church that enters heaven that I saw is without blame. Denn die Gemeinde, die in den Himmel eintreten wird, die ich sah, ist ohne Tadellosigkeit. Gesegnete Hörer, heute haben wir in der Botschaft gehört, dass das Gewand der Gerechtigkeit Autorität und Kraft hat. Jesus hat für uns am Kreuz dieses Gewand der Gerechtigkeit, der Autorität teuer bezahlt. Wir haben es von ihm erhalten. Es kommt von Gott. Wir haben es bekommen. An dem Tag, als ihr Jesus Christus empfangen habt, habt ihr dieses Gewand erhalten. Aber seitdem ihr Jesus empfangen habt, seid ihr wirklich in Heiligung und in Gerechtigkeit gegangen? Oder kann es sein,
dass irgendetwas passiert ist und ihr die Sünde zugelassen habt? In Offenbarung Kapitel 19, Vers 7 bis 9 steht: Dann hörte ich ein weiteres Mal ein Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien und wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie gewaltiges Donnerrollen klang. Halleluja! Gepriesen sei der Herr, denn er ist es, der von jetzt an regiert. Er, unser Gott, der allmächtige Herrscher. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlend weißes Leinen kleiden. Das weiße Leinen stellt das Gute dar, das die getan haben, die zu Gottes heiligem Volk gehören und sich nach Gottes Willen richten. Vers 9. Der Engel befahl mir: Schreibe, glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu: Auf alle diese Worte ist Verlass, denn es sind Worte Gottes. Gesegnete Hörer, hier können wir lesen, dass sie rein, strahlend, weißes Leinen getragen haben. Das Gewand der Gerechtigkeit. Sie haben es durch gute Taten, durch Gehorsamkeit rein gehalten. Die Generäle der Schuldlosigkeit, Hiob, Abraham, Noah, haben dieses Gewand getragen. Sie haben für die Gerechtigkeit Gottes gekämpft. Sie waren rechtschaffend, sie waren untadelig. In allem, was sie getan haben, haben sie Gott ehrgefürchtet. Sie haben den Willen Gottes gesucht in ihrem Leben, obwohl die Menschen um sie herum gespottet und andere Wege gegangen sind. Sie haben zu Gott gestanden. Sie haben zu Gott gehalten. Sie haben alles getan, damit sie Gott Wohlgefallen schenken. Auch wenn wir in einer modernen Zeit leben, bedeutet das nicht, dass wir uns dieser Zeit anschließen müssen und so leben müssen, wie die Welt es einem vorgibt. In der heutigen Botschaft haben wir gehört, gesegnete Zuhörer, dass das Gewand verloren gehen kann, wenn man es nicht behütet, wenn man es nicht schützt. In anderen Worten, wenn wir nicht wachsam sind, wenn wir nicht aufpassen. Wir sollten also im ständigen Kampf gegen Sünde sein, ständig gegen die Sünde ankämpfen, damit wir ein tadelloses Leben vor dem Herrn darbringen. Wie kann man also das Gewand verlieren? Zum Beispiel durch Ungehorsamkeit gegenüber dem Wort Gottes und seinen Anweisungen, sich also gegen die Bibel zu stellen und einfach seine Standards aufzustellen und diese Standards in seinem Leben zu verfolgen, dem Fleisch zu folgen, anstatt dem Wort Gottes, anstatt dem Geist Gottes. Stolz ist das Gegenteil von Demut. Wenn wir kein demütiges Herz haben, sondern immer denken, wir wüssten es besser, wird es schwierig, das Gewand weiterhin beizubehalten. Unheilige Kleidung, das Kleiden, sich einzukleiden mit kurzen Röcken, mit kurzen Hosen. Liebe Leute, der Herr ist heilig. Und ohne Heiligung wird keiner den Herrn sehen. So steht es in der Bibel. Ja, weitere Dinge, die einen dazu bringen, das Gewand zu verlieren, sind Diskussionen, Widersacherei, Rechthaberei, Streiterei, Bitterkeit, ja, die Anbetung des Wohlstands, wo Geld, Karriere und materielle Dinge viel wichtiger sind als Gott. Wohlstandsanbetung, Geld in der Gemeinde, wo man Geld braucht, um Gott anzubeten, entsprechen nicht den heiligen Standards. Es ist also wichtig, dass wir uns besinnen und zurückkehren zu dem alten, rauen Kreuz, zu dem Kreuz von Jesus, zu dem Blut von Jesus und uns auch nicht in die Irre führen lassen durch Wohlstandsprediger, durch falsche Prediger, das Hören zu Irrlehren. Das Hören von verschiedenen Stimmen bringt einen nur ins Durcheinander und immer weiter weg von Gott. Verehrte Zuhörer, dies waren nur einige Punkte. Bitte überprüft selber euer Leben, eure christliche Errettung, euer tagtägliches Leben, was die Dinge sein könnten, die euch das Gewand
wegnehmen sollten. Wir haben in der Botschaft gehört, dass wir es nicht zulassen sollen, dass irgendetwas Weltliches, Irdisches unser Gewand wegnimmt. In anderen Worten, dass irgendetwas Weltliches uns von Gott trennt, von unserer Ewigkeit mit Gott. Möge der Herr uns Gnade geben, um zu überwinden, mögen wir diese Zeit, die er uns gibt, so kurz vor dem Kommen, die Zeit nutzen, um wahrliche Buße zu tun, Buße, die Frucht bringt, sodass wir ein wunderschönes, wohlgefallenes Leben Tag für Tag dem Herrn bringen und dass wir uns jetzt Tag für Tag, Stunde für Stunde, Sekunde für Sekunde, so wie die Menschen es in Kenia machen, dass wir das auch in Deutschland, in Österreich und der Schweiz tun und uns vorbereiten für das Kommen des Messias, denn sein Kommen ist sehr nahe. Die Zeichen der Zeit zeigen es uns jeden Tag, dass wir in der Endzeit leben und dies sollten wir also jetzt auch direkt nehmen und sagen, Schluss, aus und vorbei. Ich lebe ein heiliges Leben, denn wenn ich mich entscheide für Heiligkeit, entscheide ich mich für Jesus, der, der für deine Ewigkeit ans Kreuz von Golgatha gegangen ist. Der Tempel mehr und mehr.
Liebe Hörer, willkommen zurück hier auf Jesus ist Lord Radio. Es ist ein großer Segen, dass ihr eingeschaltet habt. Liebe Leute, lasst uns besinnen und uns wahrhaftig vorbereiten auf das Kommen des Messias. In Joel Kapitel 2, Vers 12 steht: Doch auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Vers 13. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig, von großer Gnade und das Übel reut ihn. Gesegnete Hörer, ihr seid recht herzlich eingeladen, jetzt Buße und Gebet vor dem Herrn zu bringen. Ihr könnt diese Worte nach mir wiederholen. Mächtiger König Jesus, heute komme ich vor dir und ich bekenne mich, dass ich ein Sünder bin. Ich tue Buße für alle meine Sünden. Bitte wasche mich rein mit deinem kostbaren Blut, das du für mich vergossen hast. Bitte vergib mir alle meine Sünden. Heute kehre ich um von allen meinen Sünden und empfange dich ganz neu in meinem Herzen. Als mein Herr und Erretter. Bitte schreibe meinen Namen in das Buch des ewigen Lebens. Und fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Der mir hilft, in Heiligkeit zu leben. Bitte schreibe dein Wort ganz tief in mein Herz und führe mich in dein ewiges Königreich. Im mächtigen Namen von Jesus Christus bin ich heute wiedergeboren. Amen. Liebe Leute, lasst uns gemeinsam zusammen beten. Allmächtiger Vater, im mächtigen Namen von Jesus Christus, danken wir dir für die heutige Botschaft. Vater, bitte segne unser Herz und verändere uns. Gebe uns eine neue Identität, sodass wir dir wahrhaftig dienen und dir wahrhaftiges Wohlgefallen schenken. Bitte bereite uns vor für deine Ewigkeit und mögen wir nun ein heiliges und rechtschaffendes Leben führen, Tag für Tag, Stunde für Stunde, Sekunde für Sekunde. Möge deine Gunst auf uns liegen. Im mächtigen Namen von Jesus Christus. Amen. Gesegnete Hörer, vielen Dank, dass ihr gebetet habt. Ihr wisst, Buße tun, ein Lebensziel der Buße, ist jetzt unabdingbar. Und bitte denkt auch daran, für diejenigen, die noch nicht wassergetauft sind, das komplette Eintauchen des Körpers in das Wasser ist notwendig und ist die Gerechtigkeit, von der in der Bibel geschrieben steht. Ihr könnt uns auch gerne kontaktieren. Unsere E-Mail-Adresse lautet jesusislord.fmradio@gmail.com. Für alle Fragen, für alle Gebetsanliegen könnt ihr diese E-Mail-Adresse nutzen. Und bitte schreibt uns auch, wie ihr das Wunder, die Auferstehung von Mama Rosa feiert. Ihr könnt uns auch eure Bilder schicken. Wir freuen uns darüber.
Ja, und bitte besucht auch unseren deutschsprachigen YouTube-Kanal Jesus kommt Deutschland und unsere deutschsprachige Webseite www.bereutundbereitetdenweg.org. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute. Mein Name ist Pastor Julia. Seid gesegnet. Shalom.